Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Krämpfe, Durchfälle, Hautausschläge. Aber ich hab doch nichts am Kopf. Ich hab das doch, ich bild mir das doch nicht ein. Also, das hat nichts mit dem Kopf zu tun, das ist doch mein Körper. Kennt ihr sowas? Es ist leider so, dass viele Menschen, wenn es um die Gesundheit geht und um körperliche Beschwerden geht, um Symptomatiken geht, die man nicht körperlich erklären kann, Menschen nicht verstehen, warum das alles mit unserer Psyche zu tun hat und warum alles in der Psyche beginnt. Und dadurch wird viel Leid erzeugt und viele Menschen sind auf Irrwegen unterwegs und haben lange Ärzte-Odysseen hinter sich, weil sie im Dunkeln stochern und nicht wissen, wie ihr Körper funktioniert und wie ihre Hormone funktionieren. Und das ist auch gar nicht verwerflich und auch gar nicht verurteilenswert, weil wir dafür keine Gebrauchsanleitung bekommen, sowas in der Schule nicht lernen und uns das keiner sagt. Deswegen liegt mir dieses Video sehr am Herzen, meine Freunde. Heute geht es um Psychosomatik und ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, durch die Psyche kann man nicht nur Symptome bekommen, sondern man kann an der Psyche sterben. Doch von vorne, Psychosomatik. Bis gleich. Servus meine Lieben, grüßt euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem neuen Video, euer Flaschengeist hier und heute geht es um das Thema Psychosomatik. Psychosomatik liegt mir besonders am Herzen, wirklich besonders am Herzen, weil es A, ein sehr, sehr großes Thema ist und weil es B, nahezu oder eigentlich alle Menschen betrifft. Also auch die Themen, die ich hier auf diesem Kanal behandle, wie Ängste, Depressionen, Angststörungen, psychische Belastungen, psychische Erkrankungen im Allgemeinen, auch fernab dieser Themen betrifft Psychosomatik jeden, weil jeder Mensch eben in dem Sinne gleich gestrickt ist. Also in jedem Menschen gehen dieselben Vorgänge vor, im wahrsten Sinne des Wortes, im Körper. Und deswegen ist dieses Video wirklich für alle da draußen, die auch Leidensgeschichten hinter sich haben, Symptomatiken spüren, körperliche Symptomatiken spüren, sich diese nicht erklären können, beziehungsweise sich vielleicht diese erklären können, aber irgendwie nie ans Ziel kommen, die sollten wirklich in diese Richtung denken. Bevor wir anfangen, das kann wirklich alles sein, also bevor ihr abschaltet, das geht von Bauchschmerzen über Kopfschmerzen, über Hautausschläge, über Rückenprobleme, Verspannungen, Verdauungsprobleme, Durchfälle. Das geht sogar so weit, dass wir hier sprechen über Herzstolperer, über Atemnot, über Tinnitus, über Gehörsturz, über Gott, was kann man hier alles anfügen? Also es geht sogar so weit, dass wir über einen Herzinfarkt, über Blutdruck oder über Schlaganfälle sprechen. Und ihr hört richtig, psychosomatisch. Und damit meine ich nicht eingebildet, mir kommt das nur so vor, nein, körperlich. Aber genau da liegt das Problem. Wie kann etwas hier beginnen und etwas mit dem Herzinfarkt enden? Das klingt erstmal sehr weit hergeholt, ist es aber nicht. Bevor ich das aber erkläre, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und ich versuche, den Bogen nicht zu lang zu schlagen, ich verspreche es euch. Aber wir fangen ganz von vorne an. Erstmal die Frage, wie kann das sein, dass etwas im Kopf beginnt und sich körperlich bemerkbar macht? Nun ja, fangen wir mal ganz platt an. Dinge, die wir verstehen, über die wir uns gar nicht so groß Gedanken machen, weil sie für uns selbstverständlich sind. Jetzt sagt nicht, warum fängt er mit so Banalitäten an, aber wir müssen uns mal eine Sache vor Augen führen. Wir denken immer, oder viele Menschen denken das, dass wenn psychisch etwas stattfindet, dass es körperlich keine Folgen hat. Das hat es aber jeden Tag. Also ein Gedanke in euch, der kann euren ganzen Tag verändern. Wenn ihr eine schöne Nachricht bekommt, ist ein Gedanke da und der Gedanke löst ein körperliches Gefühl. Wobei, da sind wir schon beim ersten Punkt. Ein Gefühl, was ist ein Gefühl? Haben uns noch die Gedanken drüber gemacht. Ein Gefühl ist nichts anderes wie ein Hormon, das ausgeschüttet wird. Serotonin, Dopamin sind zum Beispiel Glückshormone. Ne? Deswegen funktionieren übrigens auch Drogen. Also ich könnte jetzt bei einem traurigen Ereignis Drogen nehmen und ich würde mich trotzdem gut und glücklich fühlen, was total unangemessen ist. Aber dieses Gefühl habe ich nur, weil die Droge eben eine Hormonausschüttung bewirkt. Genauso ist es umgekehrt mit Stresshormonen. Kommen wir aber gleich dazu. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr
habe den Gedanken, oh mein Gott, mein Partner meldet sich nicht, der könnte ja verunglückt sein, der ruft sonst immer an, ich habe von einem Unfall gehört und er geht nicht ans Handy dran. Und also das sind Gedanken, die ihr habt, ne? Ihr könnt mir folgen. Und was passiert dann mit eurem Körper? Euer Blutdruck steigt, euer Herz schlägt schneller, eure Schweißproduktion wird ausgelöst, also hochgefahren. Also das ist jetzt so banal, aber ich wollte nur mal so anfangen, um klarzustellen, es beginnt mit einem Gedanken und der Körper reagiert auf diesen Gedanken. Also das haben wir schon mal verstanden. Es gibt eine Verbindung irgendwo dazwischen. Das erleben wir jeden Tag. Sogar so viele Male, dass uns das so selbstverständlich vorkommt, dass wir das gar nicht als irgendein Phänomen feststellen. Das ist so normal und so, ja, klar, weil es unmittelbar geschieht. Der Gedanke, die körperliche Reaktion. Es ist zeitlich unmittelbar. Und deswegen können wir es auch nachvollziehen und deswegen erscheint uns das auch logisch und nicht wie Hokuspokus oder weit hergeholt. Es ist ja logisch. Und kurz ein wichtiger Exkurs, wie geschieht das Ganze? Was für Mechanismen greifen da an uns? Ich will nicht zu tief in die Materie gehen, würde das Video sprengen. Es gibt in uns mehrere Instanzen oder mehrere Nervensysteme. Sagen wir es mal so, vereinfacht ausgedrückt. Es gibt das zentrale Nervensystem, es gibt das Nervensystem, mit dem wir direkt unseren Körper steuern können, das heißt unsere Extremitäten steuern können, unsere Bewegungen, unsere Knochen, unsere Muskeln, na, Knochen nicht, die Muskeln bewegen die Knochen, ihr wisst, was ich meine. Also alles, was wir direkt ansteuern können mit unserem Gehirn, na, darüber denken wir gar nicht nach. Jetzt gibt es aber in uns Organe und ganz viele Mechanismen, sogar das Überwiegende, das automatisch stattfindet und wie von selbst, über das wir uns gar keine Gedanken machen. Also zum Beispiel das Herz, das schlägt von alleine. Die Lunge atmet von alleine, wenn wir nicht bewusst eingreifen. Der Verdauungstrakt, der Blutdruck wird geregelt, der Blutzucker wird geregelt. Ich könnte jetzt noch mehrere Dinge anführen. Niere filtert, all diese Prozesse, die da stattfinden, die passieren automatisch. Über das vegetative Nervensystem, das vegetative Nervensystem, genau, über dieses wird es gesteuert. Und das vegetative Nervensystem wird unterbewusst gesteuert und wird über auch Hormonhaushalte gesteuert und ist sehr anpassungsfähig. Und das vegetative Nervensystem, und da liegt der Hund begraben, funktioniert ziemlich primitiv. Also wir können dem vegetativen Nervensystem nicht sagen, du hast jetzt Angst, du hast jetzt Durchfall, hör auf damit. Ich sag dir doch, du brauchst doch keine Angst zu haben. So funktioniert das nicht. Das klappt nicht. Ihr müsst euch vorstellen, unterbewusst. Ich sag euch ein Beispiel, was ich ziemlich gut fand. Vielleicht trifft es nicht auf alle zu, aber auf viele. Also es werden alle nachvollziehen können. Ihr geht nachts in den Wald. Da werden wahrscheinlich viele sagen, ich habe Angst oder zumindest haben sie ein ungutes Gefühl dabei. Aber erstmal, wenn wir es so betrachten, ist der Wald bei Nacht erstmal was ganz Neutrales und Objektives. Der ist nicht gut, der ist nicht böse, der ist nicht schön und nicht hässlich, es ist eine ganz neutrale Sache. Aber wir haben einen Gedanken dazu und wir bewerten die Situation noch nicht mal bewusst. Aber woher kennen wir diese Situation? Wahrscheinlich nicht aus Happy Sitcoms, nein, aus Horrorfilmen, logischerweise. So. Und wir kennen dieses Setting, in dem wir sind, nur daraus. Und wir müssen nicht bewusst an Horrorfilme denken, aber es ist ein Framing in uns drin, das uns automatisch unterbewusst über das vegetative Nervensystem diese Hormonausschüttung über die Nebenniere, Adrenalin und Noradrenalin ausschüttet in die Blutbahn. Und das erzeugt Gefühle. Angst, Stress. Bei Angst und Stress, nur mal so nebenbei, eigentlich dasselbe ist. Biochemisch gesehen ist das dasselbe. Das ist im Kontext, interpretieren wir das anders, aber biochemisch für den Körper ist es erstmal dasselbe. So, und das ist ganz wichtig. Merkt euch dieses Framing, weil ganz viele Sachen laufen unterbewusst ab, weil wir schon mal in demselben Setting waren, Traumata erlebt haben, jedes Mal dieselben Erfahrungen gemacht haben und wir müssen nicht bewusst dran denken, aber wir kennen die Situation. Unser Körper, also unser Gehirn über das vegetative Nervensystem kennt diese Situation schon und gibt uns diese Hormonausschüttung. Das können wir nicht rationell sagen, wir sind jetzt im Wald, du brauchst jetzt keine Angst zu haben.
funktioniert so nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Gut, wir haben nun verstanden, wir haben eine Instanz in uns, ein vegetatives Nervensystem, was primitiv in uns unterbewusst Sachen in uns steuert, Gefühle steuert, nämlich Hormone ausschüttet. Und das nicht immer bewusst, nein, sondern viel, viel mehr unterbewusst. Da kommt übrigens her dieses, ich bin halt so. Ne? Kommen wir gleich zu. Aber wir haben verstanden, dass es dieses System gibt und wir haben verstanden, dass uns das alltäglich passiert, Psychosomatik, wir denken was, ein Gedanke ist da, bewusst oder unbewusst, es ist egal. Und der löst eine körperliche Reaktion aus über das vegetative Nervensystem und da gibt es eine Hormonausschüttung. Und das ist so selbstverständlich für uns, dass wir das nicht als Psychosomatik interpretieren, sondern als ganz normale Vorgehensweise, als Gefühle. Und wir erklären uns das auch dadurch, dass wir den Grund für die Gefühle immer im Außen suchen. Also sagen, ja klar rege ich mich da auf, wenn der das zu mir sagt. Aber habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, warum ein Zweiter über dieselbe Situation sich nicht aufregt? Ja richtig, weil er die anders bewertet für sich. Weil wenn er im Wald steht, er vielleicht noch keine Horrorfilme gesehen hat und sein vegetatives Nervensystem ihm nicht diese Stresshormone schickt. Ihr merkt also, man ist nicht einfach so, wenn man halt so ist, sondern das hat immer Gründe. Und wie mit dem Wald und dem Horrorfilm, könnt ihr eben in einer Situation sein, wo ihr eurer Meinung nach bloßgestellt werdet, weil ihr davor irgendein Glaubenssatz getriggert ist von euch, wo ihr schon mal bloßgestellt wurde oder das Gefühl hatte, bloßgestellt worden zu sein. Oder irgendwas anderes in der Kindheit, in der Jugend passiert ist, was auch immer passiert ist. Da gibt es so viele Themen, da können wir gar nicht drauf eingehen. Aber ihr versteht, was ich meine. Es ist immer so, dass es irgendeine Konditionierung, Trauma, Glaubenssätze, irgendetwas in euch triggert, das euer vegetatives Nervensystem anspringt, ohne dass ihr das bewusst steuern könnt und euch diese Hormonausschüttung gibt und dann das Gefühl zustande kommt. Der Grund dafür liegt aber nicht, weil der was Blödes gesagt hat. Also nach außen hin schon, klar, auf der Ebene, in dem Kontext, in der Situation, der wir gerade sind, ja, da erklären wir uns das. Aber der Körper erklärt sich das nicht so. Und das vegetative Nervensystem erklärt sich das auch nicht so. So, und jetzt schlage ich den Bogen. Wenn wir uns im Alltag ja immer wieder Situationen ausgeliefert sehen, wo wir das eben erleben. Gedanke ist da, Hormonausschüttung, wir steuern das gar nicht bewusst, wir regen uns auf und wir sind halt so. Ne? Das ist Psychosomatik. So, wie komme ich jetzt aber dazu zu sagen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, alles was ich gesagt habe. Da fängt es nämlich an komplizierter zu werden. Wenn wir also solche Beschwerden haben, erstmal ist es ganz wichtig, zum Arzt zu gehen. Das sowieso immer, das sage ich immer in allen Videos, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch keine Diagnose hier, es ist nur ein Gedanke, ganz wichtig, ein Denkanstoß, dass man in diese Richtung denken soll. Wenn man jetzt also, ja wie gesagt, Kopfschmerzen hat, Migräne hat, Rückenverspannungen hat, Nackenverspannungen hat, Hautausschläge hat, Verdauungsprobleme hat, all diese Dinge, die ich eingangs genannt habe. Und man hat die immer wieder und die gehen auch nicht wirklich weg. Oder man ist zum Beispiel ständig erkältet und das geht nicht wirklich weg. Dann sollte man dran denken, wie man mit sich umgeht. Nämlich, was passiert im Körper, wenn wir diesen Stresssituationen dauerhaft ausgeliefert sind. Und wir sind uns nicht immer dessen bewusst, dass wir dauerhaft ausgeliefert sind. Vielleicht überlegt euch mal, bei manchen Situationen ist es ja auch so, dass wir denken, nein, das belastet mich ja gar nicht. Aber habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr einen Anruf bekommen habt oder irgendjemand hat gesagt, du hör mal zu, unser Termin nächste Woche, der findet gar nicht statt, habe ich abgesagt. Und in dem Moment ist euch so ein Stein vom Herzen gefallen, Gott sei Dank. Und davor war euch das gar nicht bewusst gewesen, dass euch das so belastet. Ne? Weil wir auch das irgendwie schaffen wollen. Ne? Ob das privat oder beruflich sind. Wir haben so viele Aufgaben und müssen Dinge erledigen. Wir wollen das auch. Das gehört halt eben dazu. Ne? Das muss man eben machen. Und wir machen uns auch nicht immer so viel Gedanken. Belastet mich das jetzt oder nicht? Diese Kategorien haben im Alltag auch manchmal gar keine Zeit, um die zu bewerten, um richtig in uns reinzuhorchen und zu überlegen, belastet mich das? Wie sind denn meine Gefühle dazu? Das übergehen wir halt ganz schnell immer. Aber in dem Moment, wo sie wegfallen, merken wir plötzlich, oh Gott sei Dank, zum Glück muss ich das nicht machen. Ja? Und dann merken wir, wie uns ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und wer das kennt, der sollte generell mal drauf achten, ob er richtig drauf achtet, ob ihn etwas belastet und wie er zu emotional zu Dingen steht. So. Und egal, ob uns Dinge stressen und belasten, bewusst, ob wir das wirklich bewusst merken oder ob wir das nicht bewusst merken, das ist erstmal egal. Im Körper findet dasselbe statt. Er schüttet permanent Stresshormone aus über die Nebenniere.
Adrenalin, Non-Adrenalin. Das wird ständig ausgeschüttet. So, ich habe schon gesagt, Gefühle entstehen durch Hormonausschüttung. Frauen werden das vielleicht kennen, wenn sie die Pille absetzen. Ich kenne auch Live-Fälle, also aus erster Hand, wo Frauen nach Jahren die Pille abgesetzt haben, die danach erstmal sich ganz schlecht fühlen, körperliche Symptome haben, psychisch sich ganz schlecht fühlen, schlechte Gefühle haben, in Tränen ausbrechen, Depressionen bekommen und sowas. Und das ist auch nicht verwunderlich. Das ist, wird über Hormone geregelt. So gut. Also wir sind permanent dieser Stresshormon Ausschüttung ausgesetzt. Ob wir das merken oder nicht, es ist erstmal so. Und der Körper und die Natur hat sich was ganz Wunderbares ausgedacht dafür. Nämlich kann unser Körper sehr gut adaptieren. Das heißt, sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Das ist evolutionär schon so bedingt. Aber er schafft das auch auf kurze Zeit. Das einfachste Beispiel ist Muskeltraining, Muskelaufbau. Ne? Wenn ich jetzt hier immer Hantel drücke, dann merkt der Körper ganz schnell, okay, dieser Muskel, der wird halt eben jetzt mehr gebraucht und deswegen muss ich den stärker machen. Der Körper adaptiert. Hornhaut ist dasselbe. Ne? Ich habe mal eine Zeit lang Gitarre gespielt und das hat nicht lange gedauert, dann habe ich hier an den Fingern Hornhaut bekommen. Das ist eigentlich total irre, ne? Dass der Körper so schlau ist und das merkt. Aber genauso ist es eben auch mit Stress. Der Körper merkt, oh, okay, wie ich auch schon gesagt habe, ist Stress nichts anderes als Angst, biochemisch. Es ist nichts anderes, es werden dieselben Hormone ausgeschüttet. Und wenn ihr das Video zur Angststörung kennt, dann habe ich es auch schon mal gesagt, kann ich auch verlinken an der Stelle, da sind wir in einem Alarmzustand, in einem Fight-or-Flight-Modus. Und das kann zu einem Normalzustand werden. Und dann merkt der Körper, okay, es geht jetzt ein bisschen länger, dieser Alarmzustand, der ist, wir können nicht mehr so gut entspannen, also dieser Gegenpol ist nicht mehr so da. Das heißt, diese stressige Belastung, die wir haben, überwiegt so sehr, dass diese Entspannungsphase, dass wir das dadurch nicht mehr kompensieren können und dieser Stresspegel peu à peu immer mehr steigt und diese Kompensation einfach nicht mehr reicht, um den mal ganz zu entleeren. Und wir sind überbelastet, psychisch überbelastet. Das müssen wir nicht zwangsläufig merken, ja? Weil wir schaffen es ja auch ganz gut, vor uns selber wegzulaufen im Alltag und vor uns selber und vor diesem Stress quasi uns abzulenken davon, ne? Weil wir ständig irgendwas machen, beruflich, Kinder, Familie, Partner und Kommunikation. Also überlegt euch mal selber, geht mal euren Alltag durch. Wenn ihr morgens aufsteht, im Kopf seid ihr schon beim Nächsten. Ich muss jetzt dahin gehen, ich muss jetzt zur Arbeit gehen, auf der Arbeit, bevor ihr Feierabend macht. Ich muss jetzt dahin fahren, Auto in die Werkstatt. Also wir sind ja nie bei uns, wir haben ja nie Zeit, um mal wirklich, wann setzen wir uns dann 15 Minuten hin und überlegen uns, wie fühlt sich das gerade für mich an? Ne? Das machen wir ja nie. Wir sind ja so getrieben, dass wir irgendwie keine Zeit dafür haben. So, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das war nur ein Denkanstoß gewesen. Wir sind jetzt permanent stressbelastet und der Körper fängt an zu adaptieren. Was passiert? Der Körper merkt, hey, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation. Flucht, Kampf, Kriegssituation, Ausnahmesituation. Ich muss jetzt adaptieren. Das heißt, die Biochemie im Körper ändert sich. Das heißt, der Körper wird auf Dauer die Verdauung einstellen und wird sagen, das ist jetzt nicht wichtig. Der Körper wird mehr Fett einlagern, weil er sagt, das ist jetzt nicht wichtig. Ich muss jetzt erstmal Reserven schaffen für später. Das Immunsystem, ganz wichtig, wird runtergefahren. Wir werden anfälliger für Erkältungen. Wir sind mental auch viel, viel angeschlagener. Wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren, weil wir eben in so einem fokussierten Modus sind, ne, auf die Aufgabe. Also sehr, sehr oft sind wir mental, wir haben nicht mehr so eine große Resilienz für diese Sache. Die Zellbildung in unserem Körper ist verändert. Es kann also viel eher zu Zellmutationen kommen, was nichts anderes als letztendlich, wenn es bösartig wird, Krebs bedeutet. Also selbst das ist verändert. Der Körper repariert sich nicht mehr so gut, wenn Haut neu gebildet werden muss. Die Wundheilung ist nicht mehr so gut. Also das nimmt Ausmaße an, die kann man sich gar nicht vorstellen. Der Dopaminhaushalt ist natürlich runterreguliert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Phänomen Restless Legs Syndrom gehört habt. Also
Da passiert so viel im Körper, soweit denken wir überhaupt gar nicht. Das kann sogar so weit gehen, dass man tatsächlich einen Herzinfarkt bekommt. Und das ist kein Quatsch, kein Mythos, kein spiritueller Kram, den ich erzähle. Ich werde euch mal, ich hoffe, ich vergesse es nicht, einen Link in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr auch googeln. Nennt sich Broken Heart Syndrome. Broken Heart Syndrome. Gibt es natürlich nicht, also ist natürlich ein Extremfall zugegeben, aber das gibt es. Es gab einen Fall, gibt mehrere Fälle, die sind gut dokumentiert, die sich Ärzte erstmal nicht erklären konnten. Da hatten Frauen, war es meistens gewesen, im hohen Alter, die ihren Lebensgefährten verloren haben, der verstorben ist und die eben in so einer Trauer und Depression und psychischen Belastung gelebt haben, dass die Kammerflimmern bekommen haben. Stechen, Herzinfarkt, der war messbar, da ist der Notarzt gekommen, im EKG hat man das gesehen, das ist kein Bullshit. Die hat einen Herzinfarkt gehabt und dann ist die in die Notaufnahme gekommen und da wollte man, was man da halt eben so tut, die Arterie, man hat halt diesen Pfropfen gesucht, wo es denn verstopft ist quasi, man hat nichts gefunden, es war alles frei. Es war quasi, die Ärzte konnten quasi nichts machen. Die Symptome gingen dann weg und das war dann wieder okay und so. Aber es war de facto körperlich ein Herzinfarkt, aber die Ursache war eben nicht da gewesen. Und das Phänomen ist halt öfter aufgetreten und so hat man dem Ganzen quasi einen Namen gegeben. Und wie gesagt, guckt euch das mal an. Es geht sogar so weit, dass Leute verstummen. Die können nicht mehr reden. Habe ich auch kennengelernt. Leute, die... Es geht nicht mehr. Es gibt Leute, die können nicht mehr schlucken beim Essen. Es gibt Leute, die können nicht aufstehen, psychosomatisch. Also das Ganze, das sind alles Extremfälle zugegeben, aber das Ganze kann solche Dimensionen annehmen. Deswegen, man kann sogar daran sterben. Und jetzt, wenn ihr Leute kennt oder wenn ihr welche auch bisher gedacht habt, ja, durch die Psyche, jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Also, wie gesagt, dann seid froh, dass es erstmal nur Bauchschmerzen sind. Das kann noch viel mehr werden, wenn ihr das übergeht. Das kann auch mal Geschwür werden. Das kann Panikattacken geben. Das kann Depressionen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ne? Aber wenn man es lang genug übergeht, wie ich schon gesagt habe, wir rennen im Alltag immer vor uns selbst davon. Deswegen jetzt auch diese Corona-Zeit ist auch so schwer für Leute, die psychisch vielleicht immer vor sich weggelaufen sind und sich in die Arbeit gestürzt haben oder in irgendwas gestürzt haben und das jetzt weg ist. Ist halt auch schwierig, weil am Ende bleibt man allein mit sich. Und das muss ich auch lernen. Man muss auch mit sich können und mit diesen Dingen können. Und wenn man das lange übergeht und der Körper sich mit sowas meldet und einem Magenschleimhautentzündung gibt und all diese Symptome gibt und man übergeht die weiter, man geht zum Arzt und ich sag euch, der Arzt wird immer körperlich was finden. Na klar. Klar kann man was diagnostizieren. Wenn ich da hingehe und sage, ich bin erkältet, ja, dann bin ich erkältet. Das wird der Arzt mir auch diagnostizieren. Die Frage ist nur, warum bin ich 10-mal im Jahr erkältet und andere gar nicht? Wie gesagt, das Immunsystem wird runtergefahren. So weit geht der Arzt ja nicht. Der ist ja auch Allgemeinmediziner, das ist auch gar nicht seine Aufgabe. So, aber ihr solltet so weit denken. Und er wird natürlich auch die Diagnose finden, ihr habt Rückenschmerzen, weil ihr verspannt seid. Ja, da kann man auch 1000 Dinge finden. Ne? Da kann man auch sagen, ja, die Matratze ist schlecht und sowas. Ja, aber vielleicht habe ich das schon immer oder so. Steht ihr, das Problem, wenn ihr zum Arzt geht, ist, das ist, stimmt alles, was der sagt. Ne? Die Diagnosen, das ist schon okay. So. Das stelle ich gar nicht in Frage, habe ich gar nicht die Kompetenz dafür, möchte ich gar nicht. Das ist alles richtig, ich gehe auch zum Arzt und ja, aber ich denke da einen Schritt weiter. Stellt euch mal vor, ein Auto hat einen Unfall. Das heißt, der Reifen ist geplatzt. Und dann kommt man an die Unfallstelle und sieht, ja, der Reifen ist geplatzt. Okay, das ist die Ursache. Aber ihr werdet halt nicht feststellen können, wie lange war der Reifen vielleicht schon auf Unterdruck oder auf Überdruck oder ist der nur über einen Stein gefahren? Das weiß man ja nie. So, vielleicht ist der Reifen davor schon eine Woche total auf Unterdruck gefahren. Und das war die Ursache gewesen. Das weiß man ja nie. Das heißt, die Ursache wird aber immer nur die beweisbare sein, die offensichtliche. Das heißt, ja, der Unfall ist passiert, weil der Reifen geplatzt ist. Das andere ist schwer nachzuvollziehen oder zu recherchieren. Man kann es halt nicht mehr beweisen, nachvollziehen. Und so ähnlich ist es dabei. Ihr habt eine Erkältung, da wird die Erkältung festgestellt. Ihr habt eine Magenschleimhautentzündung, da wird die festgestellt. Aber was war davor gewesen? Das ist halt
halt schwierig. Und ihr müsst euch immer sowas in der Summe angucken. Habt ihr in kürzerer Zeit eine Erkältung und dann Hautausschlag und dann ist der weg und dann habt ihr aber Tinnitus. Und dann ist der weg und dann kommt aber wieder. Versteht ihr, habt ständig immer irgendwas? Dann würde ich echt in diese Richtung denken, weil dann meldet sich der Körper, dann meldet sich das vegetative Nervensystem auf irgendetwas, springt das ja an, dass euer Körper so reagiert. Und dann ist das alles richtig, dann habt ihr das. Und es gibt auch Gründe dafür, die man offensichtlich, wie beim Reifenplatzer, beweisen kann. Aber das ist das, was man eben nicht beweisen kann. Da müsst ihr selber dahinter kommen. Da steht nur ihr in der Verantwortung, kein Arzt und sonst niemand. Da müsst ihr euch hinterfragen, wie ist gerade meine aktuelle Situation? Was belastet mich? Und was belastet mich unterbewusst? Und wie sind meine Emotionen? Fühle ich mich wohl auf der Arbeit, bei Freunden? Habe ich irgendwelche Konflikte, die nicht gelöst sind, wovon ich mich auch nur ständig ablenke und sage, das belastet mich nicht, aber eigentlich renne ich nur da mental davor weg? Versteht ihr? All diese Dinge, die eben in uns drin schlummern quasi. Da müsst ihr genau hinschauen. Und glaubt mir, wenn ihr da aufräumt, und das ist nicht immer einfach, klar, kann viel hinten dran stecken. Das müssen auch nicht mal psychische Erkrankungen sein. Aber dann werdet ihr merken, dass plötzlich diese Sachen weniger werden. Und bei mir ist das genauso gewesen. Ich habe Herzrhythmusstörungen gehabt. Ich habe Langzeit-EKGs gemacht. Das war alles messbar gewesen. Ich habe, gut abgesehen davon, dass ich eine Angststörung habe, und Panikattacken auch hatte und das alles jetzt alles schon ein bisschen anders aussieht, aber trotzdem dieses psychosomatische, dieses viele Symptome auf geballter Zeit, in kurzen Zeitraum, das kenne ich alles. Und sobald ich angefangen habe, Dinge aufzuarbeiten, zu lösen, Dinge, die mich belasten, zu ändern oder nicht mehr zu tun oder Rahmenbedingungen zu ändern oder was auch immer, erst dann ist das auch weggegangen. Also denkt auf jeden Fall in diese Richtung, sonst werdet ihr eine Ärzte-Odyssee hinter euch haben, ihr werdet im Dunkeln stochern und ihr werdet immer nur die Oberfläche und das Beweisbare in der Schulmedizin behandeln und das sollte man ja auch und das ist ja auch richtig, aber ihr wollt ja, dass das nicht wiederkommt, deswegen müsst ihr euch grundsätzliche Fragen stellen, weil das eben zusammenhängt und es ist nicht mehr, es ist nicht unmittelbar dieser, wie ich es am Anfang beschrieben habe, zeitliche Bezug da, ich habe einen Gedanken und dann geht es mir kacke. Nein, es ist über die lange Zeit gesehen und vieles empfinden wir in unserer Gesellschaft nicht als Stress und wir können es halt auch verdammt gut übergehen in unserer schnellen Gesellschaft, in den schnellen Kommunikationsmitteln mit, also es gibt tausend Dinge, mit denen wir uns ablenken können, Social Media, Netflix, Fernsehen, Radio, Radio, hört irgendjemand Radio von euch? Ich weiß es nicht, ich höre kein Radio mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir sind so ständig in unserem Alltag überflutet von Reizen und ständig im Gedanken beim nächsten Ding, was wir machen, dass wir keine Zeit mehr haben, auf unsere Emotionen zu schauen und drauf zu schauen, was belastet uns eigentlich. Und das meldet euch dann der Körper, wenn ihr dann sowas bekommt. Ob es eine Panikattacke ist oder ob es körperliche Symptome sind. Und das habe ich in einem Video Panikattacken bereits gesagt. Das ist ein Liebesbeweis und hört auf euren Körper. Und seid nicht so ignorant und sagt dem, das hat nichts mit meinem Kopf zu tun. Das ist, euer Kopf ist dafür verantwortlich, weil ihr so unverantwortlich mit euch und euren Gefühlen seid, dass ihr euren Körper quasi biochemisch über eure Hormone, weil ihr übergestresst seid, ja kaputt macht. Und dann so ignorant zu sein und zu sagen, ich nehme Tabletten und das ist halt so, das ist eine Vergewaltigung für euren Körper. Deswegen, meine Lieben, ich kann nur an euch appellieren, jeder, egal ob er eine Angsterkrankung hat, psychische Belastung in sich trägt, Depressionen hat oder auch keine Erkrankung psychisch in dem klassischen Sinne hat, ich kann nur sagen, jedem Menschen hilft es, achtsamer mit sich umzugehen, achtsamer mit seinen Gefühlen umzugehen. Versucht doch einfach mal, ich mache das mittlerweile, Achtsamkeitsübungen zu machen. Das geht über die Atmung, das könnt ihr googeln. Aber auch achtsamer mit euch umzugehen, mit euren Gefühlen umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es fängt alles bei den Gefühlen an. Es fängt alles fängt beim Gedanken an. Geht über die Gefühle und geht dann auf den Körper. Es beginnt immer im Kopf. Es beginnt immer mit dem Gedanken und auch wenn man nicht bewusst dran denkt, wenn jetzt Leute sagen, ich bin doch gar nicht gestresst, ich denke doch gar nicht negativ, das belastet mich doch gar nicht, versucht euch mal wirklich damit auseinanderzusetzen und hinterfragt euch mal wirklich, wie ihr emotional dazu steht und stellt euch mal die Situation vor, wenn sie nicht da wäre. Also macht mal das Gedankenspiel, nehmt euch Zeit für euch
Und generell hilft es sehr, wenn man bewusster lebt, bewusster konsumiert. Das heißt, wie oft ist es so, dass wir einfach eine Überflutung von Reizen haben. Also ich habe mich früher selber dabei ertappt. Der Fernseher läuft, parallel dazu gucke ich aufs Handy und parallel dazu, weiß ich nicht, unterhalte ich mich noch mit jemandem und whatever. Das heißt, ich habe permanent eine Reizüberflutung. Ich für meinen Teil mache es mittlerweile so, dass ich mich für eine Sache entscheide. Entweder lese ich ein Buch, dann ist alles andere aus, oder ich kaufe mir eine CD. Ja, ich kaufe mir noch CDs. Ist ja auch egal, ihr könnt ja auf Spotify gucken. Und dann setze ich mich hin, dann ist alles andere aus und höre ich nur Musik und konsumiere bewusst. Versucht Dinge bewusst zu konsumieren und versucht auch mal euch 15 Minuten am Tag zu nehmen für euch, wo ihr rekapituliert, wie geht's euch, wo ihr zu euch zurückkommt. Seid euch bewusst, dass ihr, wenn ihr berufstätig seid, wenn ihr eine Familie habt, wenn ihr sonst Verantwortung habt, dass ihr im Grunde, wir sind ja nie im Jetzt, immer einen Schritt voraus in der nächsten Situation seid, immer in der Zukunft seid, ihr permanent von euch, also ihr seid nie bewusst bei euch und euren Gefühlen, nie. Das ist einfach so. Das ist ganz klar, das kann auch nicht so sein. Deswegen kann ich empfehlen, das klingt ganz simpel, aber probiert das mal, 10 Minuten, 15 Minuten am Tag, wirklich mal bei den Gedanken nur bei euch zu sein und bei euren Gefühlen zu sein. Und wirklich mal auch am Ende des Tages, muss nicht jeden Tag sein, aber zu hinterfragen, wie ging es mir heute? Was hat mir gut getan? Was hat mich gestresst? Und warum hat mich das gestresst? Was steckt dahinter? Wenn man damit anfängt, bekommt man nicht immer Antworten. Aber es ist der erste Schritt auf dem Weg, sich diese Fragen zu stellen. Bewusstsamer mit sich umzugehen, achtsamer mit sich umzugehen und sich selber Aufmerksamkeit zu schenken. Wir schenken in unserem Alltag so vielen Sachen Aufmerksamkeit, nur uns selber manchmal leider zu wenig. Und in diesem Sinne beende ich das Jahr 2020, meine Lieben. Ich bin sehr froh, dass wir so gut gestartet sind mit dem Kanal und es ging auch ruckzuck. Jetzt haben wir mittlerweile schon das 9. oder 10. Video ist das mittlerweile und das Jahr ist vorbei, war anstrengend, Corona, und nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Ich habe Fragen bekommen, ob es denn weitergeht. Natürlich geht es weiter. Leute, was denkt ihr denn? Ihr werdet mich nicht mehr so schnell los. Ich werde jetzt symbolisch diese 1, sieht man die 1 genau, die werde ich, Achtung, austauschen. So, zack, zack. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, meine Lieben. So. Also, tut mir den Gefallen. Abonniert den Kanal, bleibt dran. Ihr wisst, ich beende jedes Video so und auch dieses Jahr so. In Südhessen sagt man Gute, in dem Sinne Gute, euer Flaschengeist. Would it be wrong, would it be right, if I took my life tonight, so it's as I did I mine, moved the lights from that aside, and I contemplated suicide, cause I'm losing my side, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine, losing my side, losing my mind.